Liebe Freunde, es ist Zeit für eine Ausgabe von Bram informiert. Da habe ich einfach mal das Intro von Folge 2 von Unreal aus dem Let's Play genommen, auf Wunsch einer oder mehrerer Personen von damals, weil es passt ja sehr gut, um diese wunderbare Folge, der wöchentliche Rahmen einzuleiten. Es ist schon so lange her, dass die letzte Folge herkam, rauskam zu euch, zu uns, auch zu mir persönlich herkam. Ist ja eine Woche leider ausgefallen. Da kündige ich das schon groß an. Mensch, das wird jetzt regelmäßig immer Sonntag 16 Uhr kommen. Und dann schaffe ich das einmal nicht. Aber, naja, Weihnachten, Silvester, ich war unterwegs einige Tage über Neujahr und so. Deswegen hat es ja leider nicht funktioniert, aber jetzt an dieser Stelle eine neue Ausgabe von Der wöchentliche Rahmen. Es gibt gar nicht mal so wahnsinnig viel zu sagen, weil nicht viele neue Let's Plays angefangen sind oder es viele spannende Dinge auf dem Kanal gab, weil, wie gesagt, ich war unterwegs, war einige Tage weg und zwar kommen wir da gleich noch nachher noch zu einer Frage zu, weil ich habe auch ein paar Fragen von euch von der letzten Ausgabe hier von mal zusammengewerkelt, zusammengesucht, zusammengekehrt mit meinem kleinen Laubbesen für besonders zimperliche Fragen und will die gleich nochmal durchgehen. Vorher aber noch ein paar Sachen hier. Es gibt oder es gab die letzten zwei Wochen wenig neue Let's Plays, dafür war halt Weihnachten, ne? Frohe Weihnachten nachträglich und so. Es war ein neues Jahr hat angefangen, das heißt auch hier, ne, guten Rutsch und ich hoffe, ihr seid gut gerutscht, frohes Jahr und so. Und deswegen gab es da wenig Neues. Was es aber gab, war ein Projekt, was zu Ende geht und zwar ganz auf Icarus. So sieht das Ganze hier dann aus. Ja, du bist sowas von sogar ohne Sound. Haben wir in 17 Folgen gemacht mit dem Fresh Friends, dem Dakikste, dem Knasti und dem Fred Vorlaut. Haben sicherlich einige von euch gesehen, dass wir da zusammen auf diesen Steampunk-Luftschiffen durch die Gegend gegurkt sind und als Team gemeinsam total versagt haben, während wir andere Gegner, während wir denen einfach ein leichtes Opfer gegeben haben, sagen wir mal so. Also wir waren, das schwankte sehr stark, wie gut wir waren. Mal waren wir echt super sensationell und haben alle weggeblastet wie sonst was. Und mal auch nicht. Nennen wir es mal so. Das dazu ist leider zu Ende gegangen. Jetzt nach 17 Folgen haben wir gesagt, es wiederholt sich letztendlich immer ziemlich viel. Man fliegt durch die Gegend, man trifft auch auf andere Schiffe. Es passiert eigentlich nicht so wirklich viel. Oh, das ist der falsche. Haha, es kommt gleich noch. Es passiert eigentlich nicht wirklich viel Neues, deswegen haben wir gesagt, 17 Folgen, es sind viele Folgen, es soll zusammen zu diesem Spiel reichen erstmal, deswegen ist es leider zu Ende gegangen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann ist der Link wie immer in der Videobeschreibung oder aber ihr guckt direkt auf den Kanal in die Playlist, da sind alle Folgen zu ganz auf Icarus aufgelistet und dürft ihr gerne anschauen. Es wird aber sicherlich noch mit den Herren, die da gerade genannt wurden, noch weitere Projekte geben. Vielleicht nicht immer mit allen, aber zumindest mit Darkheeks hier, ne? Mit dem Knasti, kennt er ja, machen wir Portal und so. Mit Fresh Friends, der war auch schon mal dabei. Haben wir Dungeon Defenders gemacht. Fred Vorlaut war auch mal zu Gast bei Minecraft. Das gab es alle schon mal und wir wollen in dieser Vierer-Konstellation noch andere Spiele machen, sind gerade noch ein bisschen am Schauen, was wir denn da machen können und überhaupt, wann wir denn Zeit haben, das anzufangen. Und das kommt auf jeden Fall. Und da es halt wenig neue Projekte von mir bisher gab, kann ich euch ein Projekt sagen, was bald anfängt. Weil das sieht dann wieder ungefähr so aus, nur anders. Spulen wir mal ein bisschen vor. So. Das ist nämlich Unreal 1, da wo das Intro auch herkam, da wo die total abgefahrene Sondersendung gerade noch läuft, weil ich damals ja herausgestellt habe, dass da eine zensierte Version am Werk war in der deutschen Fassung, die man auch auf nicht-deutsche Version umstellen kann mit deutschen Texten. Und da möchte ich gerne das angekündigte Add-on Return to Napali machen. Das soll dann morgen oder übermorgen anfangen. Hat ja ein Weilchen gedauert. Eigentlich wollte ich das hier direkt im Anschluss an Unreal 1 machen. Hat ein bisschen gedauert. Eigentlich wollte ich das auch, noch Portal 1 dazwischen geschoben haben. Habe ich ja auch gemacht. Aber dann halt nicht direkt mit dem Add-on weitergemacht hier. Aber das schauen wir einfach mal,
wie das denn jetzt wird, weil jetzt fange ich das tatsächlich mal an. Und ich habe es noch nie gespielt, deswegen müssen wir mal gucken. Ich habe da nicht wirklich Ahnung zu. Und jetzt, genau, oh, jetzt wird es nicht angezeigt. Wahnsinn. Das noch. Und ich habe gerade den Eindruck, ich bin ein bisschen verplant gerade, aber das liegt im Auge des Betrachters. Ich hoffe, da liegt es gut. Ich hoffe, da piekst es nicht. Was noch im Auge des Betrachters liegen sollte, meiner Meinung nach, ich habe schon mal auf Facebook drauf hingewiesen, und zwar der Falldrian. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere schon aus diversen Videos mit mir zusammen. Zum Beispiel in Minecraft war er mal zu Gast. Wir haben mal ein Bug-Video gemacht. Wir sind so. Das liegt daran, weil wir Brüder sind. Er hat jetzt auch irgendwann vor langer, langer Zeit mittlerweile schon ein Let's Play angefangen oder ist immer noch mit dabei zu Final Fantasy IX. Das als kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Ich habe auf Facebook halt schon mal darauf hingewiesen. Dürft ihr gerne reinschauen, macht da auch sehr ordentlich und ist auf jeden Fall ein Klassiker. Es ist schon ein ganzes Weilchen her, dass das Spiel rausgekommen ist, damals für die PS1. Und er spielt es jetzt nochmal gemeinsam mit euch durch. Da geht es dann hier in dieser wunderbar alten Grafik noch zur Sache, halt typisch Final Fantasy im alten Stil mit ganz viel Rumgerenne und Charakteren und was weiß ich was. Ich habe nicht so viel Final Fantasy selbst gespielt, ich habe den 7. Teil mal ein bisschen angespielt gehabt, aber mehr leider noch nicht. Das wird auf jeden Fall nochmal nachgeholt, weil ein bisschen sollte man sich da auch auskennen, finde ich. Und wer das gerne auch nachholen möchte, gerade den 9. Teil oder halt überhaupt in diese Materie einzusteigen, der darf im Fall daran gerne vorbeischauen. Wie gesagt, alles immer in der Videobeschreibung, was denn hier erwähnt wird, da unten kann man aufklappen, dann ist da so ein langer Text, am Ende steht, ich grüße meine Mama. Und da sind wir quasi auch schon beim Thema, denn ich habe ein paar Fragen von euch rausgesucht aus der letzten Folge. Das war dieser Ankündigungs- und Empfehlungsblock gerade, ne? Und der wird jetzt fortgesetzt, da wird nahtlos angeschlossen mit einem Kommentarblock oder ein Fragenblock vielmehr. Ja, es ist der Knaller. Auf jeden Fall, ach, eine Ankündigung noch. Und zwar werde ich noch, dann kann ich erstmal weg, nicht, dass da jemand zu viel Aufmerksamkeit bekommt. Und zwar, eine Sache möchte ich noch ankündigen, dass, es war ja Jahreswechsel, ich habe dann bisher noch kein Video zugemacht, von wegen, ja, neues Jahr, hier altes Jahr und neues Jahr, her damit. Habe ich noch nicht gemacht, wird noch kommen, wo ich ein bisschen zusammenfassen möchte, was das letzte Jahr so passiert ist und was vielleicht im nächsten Jahr auch kommen sollte. Das nächste Jahr, was mittlerweile dieses Jahr ist. Wird noch vielleicht ein, zwei Tage dauern, aber wird auf jeden Fall kommen. Da möchte ich ein wenig resümieren, wie ich es gerne mal tue und dabei wahrscheinlich abschweifen wie sonst was. Kommentare. Ihr habt Fragen gestellt, ein paar davon habe ich herausgesucht und zwar der Citro Gamer, der fragt, ich hätte da eine Frage, was sagen eigentlich deine Eltern dazu, dass du Let's Play Videos auf YouTube machst? Finden die gut. Soweit ich das herausgehört habe. Zumindest meine Eltern, also meine Mutter, schaut auf jeden Fall ziemlich viele von meinen Videos. Man gewöhnt sich dran, sag ich mal. Mein Vater, ich glaube, hat auch schon mal reingeschaut, also weiß auf jeden Fall auch, was da los ist. Mein Bruder schaut auch zwischendurch mal rein. Wie gesagt, Falldrian habt ihr ja schon öfter mal gesehen in den Kommentaren. Die finden das alle, denke ich mal, ziemlich gut und unterstützen das auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für die Unterstützung und das Interesse auch an dem, was ich da eigentlich mache. Und finde ich ziemlich cool. Ist, glaube ich, keine Selbstverständlichkeit. Aber da ja alle in der Familie so ein bisschen schon seit Jahrzehnten mit Computerspielen angefixt sind und gerade Adventures so bei den Eltern ganz gut angekommen sind, ist da auf jeden Fall das Interesse und die Unterstützung auch da und finde ich ganz super. Ne? Das haben wir so. Der Tendo Payne, das ist bestimmt der Bruder von Max Payne, hat geschrieben, ich sehe den Kopf einer Gitarre im Hintergrund, die gerade von diesem Dingen hier verdeckt wird. Ist das nur Deko oder kannst du sie auch spielen? Das Ding ist hier gemeint. Das Ding hier. Das ist der Kopf. Das ist der Rest davon. Kann ich auch spielen. Nicht jetzt, aber habe ich schon öfter mal gemacht. Mein Stuhl quietscht. Und zwar auf dem Kanal, es klingt jetzt wie schamlose Werbung, aber ich habe ja noch einen anderen Kanal. Und zwar Rahmschnitzelzeug, auch wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen, dort ist ein wenig Musik, die unter anderem mit der Gitarre hier
entstanden ist und dürft ihr gerne reinschauen, ist es halt nicht so wahnsinnig viel, aber ich möchte irgendwann wieder ein wenig mehr musizieren und in diese Richtung machen. Wird die nächsten Wochen ein wenig schwierig, aber danach hoffe ich dann da wieder Zeit und Ruhe für zu haben, dass ich da ein bisschen kreative Geschichten wieder aufs Band kriegen kann. Das wäre auf jeden Fall mein Plan und wünsche mir auf jeden Fall sehr. Ihr, viele von euch wissen das ja auch, was es da bisher gibt und freuen sich an diesen Sachen. Deswegen möchte ich da gerne mehr machen. Und eine letzte Frage noch hier in der Mitte. Eine Frage, die mir so ganz spontan einfällt, schreibt der Brownie DDLP, ist, ob du in naher Zukunft nochmal nach Dresden kommst. Ja, ich war in Dresden jetzt. Und zwar über Weihnachten. Nein, über Weihnachten nicht, aber nach Weihnachten, über Silvester bis ins neue Jahr hinein. Und zwar hat das was mit dem Umzug zu tun. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, dass ich umziehen werde. Das heißt, das, was ihr alles hinter mir gerade seht, das wird irgendwann demnächst bald anders aussehen. Und zwar Mitte Januar, 17., 18., 19., da soll der Umzug stattfinden. Und zwar werde ich nach Dresden ziehen. Dort haben wir über Silvester jetzt die Wohnung neu frisch gemacht und renoviert und alles tapeziert und angepinselt und da viel zu lange uns dran aufgehalten. Und das soll dann die neue Heimat werden oder der neue Standort für die Schnitzeligkeit, sagen wir es mal so. Und deswegen, ja, ich werde öfter mal da sein, ich werde wahrscheinlich eine ganze Weile lang da sein, wenn ich da wohne. Wäre blöd, wenn ich denn nicht vor Ort bin. Und genauere Sachen, genauere Infos oder halt ein bisschen Zusammenfassung, dass man so ein paar Einblicke kriegt von den ganzen Geschehnissen um den Umzug herum. Ich muss mal gucken, wie viel ich dazu schaffe oder wie interessant das Ganze wird. Ich weiß es ja nicht so genau. Da werden dann auf jeden Fall die Sachen, wenn die denn passieren sollten, werden da Videos auf dem Kanal Rahmschnitzel Zeug dann passieren. Habe ich ja schon mal auch dort ein Infovideo gemacht, von wegen, dass da nicht nur Musikgeschichten passieren soll, sondern auch so ein bisschen Vlog, Reisebericht, alles, was in die Richtung geht, alles, was ein bisschen Real-Life-Krempel wird. Und ich möchte da auch gerne noch ein, zwei Vlogs machen oder halt so ein bisschen Zusammenfassung von wegen, wie das mit der Renovierung war und den ganzen Quatsch da vor Ort und sowas. Muss ich mal gucken, wenn ich das mache. Ich hoffe mal, ich schaffe das. Dürft ihr auf jeden Fall gerne reinschauen. Und das dazu, falls ihr da noch mehr dann zu wissen wollt, könnt ihr da dann reinschauen. Ich möchte das, wie gesagt, nicht auf dem Let's Play-Kanal hier haben, weil das einfach mit Gaming in der Form nichts zu tun hat. Tja. Ne? Das war's dann dazu, hier zum wöchentlichen Rahmen, zu den neuen Sachen. Soweit ich das sehe, vielleicht habe ich was vergessen, ich habe keine Ahnung. Ist wie gesagt schon 2 Wochen her, dass das letzte Video kam. Wird aber nächsten Sonntag dann wieder passieren, um 16 Uhr, der wöchentliche Rahmen. 4. Ausgabe dann hier. 4, ganze 1, 2, 3, 4. Krass. Bis dahin, tschüss und bye bye.